willkommen zu meinem zweiten Teil der zweitägigen Angeltour. Das heutige Ziel meiner Reise war der Eddie Lehmann mit seiner Teichwirtschaft Lehmann. Nach einer recht kurzen Nacht bin ich dann kurz vor 4 bei der Anlage angekommen. Mit sehr guter Laune habe ich direkt mein Angelzeug, nachdem der Eddie aufgemacht hat, zum Angelplatz gebracht und direkt das ganze Equipment erstmal aufgebaut. Danach ging es dann zur Begrüßung und zum Bezahlen zum Eddie in die Hütte. Moin. Guten Morgen. Du bist Willi Bauholz. Jawohl, du bist Eddie, grüß dich. Ich bin Eddie, grüß dich. Alles gut. Guten Abend, willkommen hier. Ja, wunderbar. Ich habe ja hier gepennt, 10 Minuten weg. Zur Burg heißt das, glaube ich, das Hotel. Mhm. Zur Burg Sterneberg oder so ähnlich. Nee, war gut. Heute Morgen um 4 Uhr hier. Um 4 Uhr schon. Eine Minute nach mir kam schon der Erste, also der Zweite dann quasi. Ja, der hat sich schon beschwert. Ja, weil ich zu früh da war. Scheiße, der Paparazzi war schneller. Ja, kein Problem. Ich bin, glaube ich, auf Platz 1, wenn ich das richtig gesehen habe. Glaube ich ja, zumindest. Keine gute Wahl. Aber ist egal. Du fängst deine Fische. Ich bin total entspannt. Ja. Ich weiß, die Saiblinge stellen sich auch schon mal gern unterseitlich. Da sind kaum noch welche drin. Kann noch drin, ne? Ja, sind ganz wenige. In dem Teich, glaube ich, 3 oder 4 Saiblinge. Ja, aber ja, passt doch. Krieg noch einen. Aber Willi, schön, dich hier zu sehen. Ja, ich habe, wie gesagt, der Alex hat da immer geschwärmt und der Erwin und sag ich, irgendwann musst du vorbei. Du hast ja wirklich einmal die schöne Fische auch. Du hast aber falsche Zeitpunkte gewählt. Ne? Ja, ich habe Urlaub, das kann ich nicht ändern, ne? Wenn ich Urlaub habe, muss ich angeln gehen. Warum falsche Zeitpunkte? Bis gleich wieder. Das war meine herzliche Begrüßung. Da macht das Angeln direkt schon morgens richtig Laune. Was hast du denn die Frühstück? Kaffee, Brötchen, ganz einfach. Wenn ich Fische fertig habe, ja. Da kommt noch Sarina und ja. Schickt immer los, die soll direkt die Brötchen kaufen. Ja. Und da frühstücken wir zusammen. Super, super Idee, Eddie. Danke dir. Kaffee ist umsonst, wenn du Kaffee trinken möchtest, einfach reinkommen. Ist für jede Kunde, wenn du Platz wechseln ja. möchtest, ja. Kannst du wechseln. Ja. Aber wenn du irgendwo an der Seite gehst, auf anderen Platz, dann ja. bitte unbedingt Fische, Lockdown. Alles mitnehmen, klar, logische. Ja. Das ist ganz klar. Nee, nee. Alles klar. Nach der Kurzeinweisung vom Eddie habe ich dann Ruhe aufgebaut und so konnte der Tag langsam beginnen. Geht schon los. Den ersten Fisch des Tages konnte mein Angelnachbar zur rechten Seite landen. War noch keine 10 Minuten die Rute im Wasser und schon direkt erster Fisch. Sehr vielversprechend. Die Posenmontage, mit der ich passiv angeln wollte, habe ich dann neben das Boot ausgelegt, mit einem Tauwurm bestückt. Ich habe mir davon erhofft, dass da vielleicht eventuell sich dann, wenn es heller wird, ein Saibling oder eine Bachforelle drunter stellt, weil oftmals gerade die Sorte von Fisch Deckung sucht. Mit zunehmendem Tageslicht konnte man auch sehen, dass der Nebel schön aufgestiegen ist. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es ein strahlend schöner Tag wird. Bei dem sehr klaren Wasser konnte man jeden einzelnen Fisch wirklich gut erkennen. Die standen recht weit oben und so entschied ich mich zu Beginn mit dem Serena Bates Merlin 70mm mein Glück zu versuchen. Der gleiche Köder brachte mir tags zuvor beim Lasse in Burgdorf auch schon den einen oder anderen Fisch. Zumindest hatte ich damit eine ganz gute Bissfrequenz. Es ging auch schon gleich eine der neugierigen Goldforellen hinterher, hatte aber noch nicht den richtigen Drang zu beißen. Eddie hat auch einige schöne kleine Karpfen im Gewässer. Die waren schon morgens recht aktiv und haben sich dann zur Begrüßung 2-3 Mal gezeigt.
Nach 10 Minuten machte ich dann nochmal einen Köderwechsel. Es kam der Boxster Fett von Traut Jara drauf, in schwarz-orange. Der hat ein anderes Spiel wie der Merlin und das wollte ich jetzt mal testen, ob da vielleicht die Forellen besser drauf reagieren. Zweiter Wurf nach dem Köderwechsel und die Forelle hing. Köderwechsel hat sich in dem Fall erstmal gelohnt. Nummer 1. Da schwimmt die andere so hinterher. Naja, die wollte auch. Muss noch ein bisschen Zeit haben, ist auch dran. Wie tief hast du es hier ungefähr? Wie tief hast du es hier ungefähr? Tiefe. Nochmal. Wie tief hast du es hier ungefähr im See? Hier wird er wahrscheinlich hier so 1,80 haben. Ja. Hat ein bisschen weniger Wasser. Ja, das bleibt ja nicht aus, ne? Hat ja auch wenig Widerstand. Hier so 2 Meter, wenn ich so gerade durchgucke. Ja. Dann ist das schon 2,20, 2,5 und 2,5. Hinten geht es tiefer. Okay. Aber ich habe jetzt ein bisschen weniger Wasser, so viele fehlen mir. Ja, sieht man ja am Rand, ne, wo vorher die Wasserkante war, kann man ja sehen, genau, da sieht man wie hoch es sonst ist. Wasser. Erste habe ich schon. Erste schon rausgezuppelt, ja, ein Gummi. Gestern, wo ich weggefahren bin, da sind noch ein paar Gulden rumgeschwommen. Habe ich noch gesehen, die gehen nach, aber die haben noch keinen Doi. Ja. Kommt noch, die Räuber. Nach dem Besatz hielten sich die Forellen zunächst im Schwarm auf, verteilten sich dann aber recht schnell und zogen dann einzeln durch den ganzen See. Nach dem Besatz habe ich dann auch aktiv auf den Spoon gesetzt. In dem Fall hatte ich dann den LT31 drauf in 1,6 Gramm, da die Forellen immer noch recht flach standen. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, hier hättest du wahrscheinlich jeden Spoon dran machen können in 1,6 bis 2 Gramm. Die Forellen haben anfangs gebissen wie Jack, wirklich. Dass die Forellen so gekämpft haben, wundert mich kein Stück. Wer im Eddie seine Zuchtanlage direkt hinter meinem Rücken kennt, der weiß, dass die Fische wirklich eine Top-Qualität haben. Die werden im 1A Wasser aufgezogen, daher, die Fische müssen einfach kampfstark im Eddie sein, anders geht's gar nicht. Vielleicht könnt ihr auch sehen, dass wenn die Forellen im Schwarm stehen, schießen direkt 2 oder 3 manchmal auf den Köder und dass dann schon mal Fehlbisse zustande kommen, lässt sich nicht vermeiden. Die beißen so aggressiv drauf, manchmal so spitz. Da kannst du machen, was du willst, dann hängen sie zu knapp und schlitzen dann im ersten Moment aus. Bei dem Wurf kann man schön sehen, wie die Forelle wirklich über 2-3 Meter hinterher geht, anstupst, 2-3 Mal nimmt, bis sie dann wirklich hängt. Hier gleich wieder zu sehen, der Köder schlägt aus Wasser auf, einmal angekurbelt und die Forelle steigt ein. Auch so knapp, dass er wieder ausgeschlitzt ist. Räuber. Die Angelei bei dem glasklaren Wasser auf Sicht mit der Frequenz macht schon wirklich Laune. Ich möchte mal die Chance nutzen, um hier auch eine Lanze für die kleineren Anlagen zu brechen. Es müssen nicht immer Seen um die 5-6 Hektar sein. Auch an so Anlagen fängt man seine Fische und die meisten haben doch von uns an Anlagen in der Größe mit dem Angeln angefangen. Daher leben und leben lassen und nicht die kleinen Anlagen alle verteufeln. Okay. Und oftmals geht es bei den kleineren Anlagen immer noch viel familiärer zu. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Nachdem die Fische dann ein bisschen passiver geworden sind, nach der ersten halben Stunde, wechselte ich dann nochmal auf den Gummiköder, in dem Fall auf den Raptor in 35 mm in schwarz-pink.
Gleich kann man schön sehen, dass der Gummiköder immer nur kurz genommen wird, angestupst, losgelassen, angestupst. Die erste, die ihn nimmt, lässt ihn gleich wieder los. Beim Reinfallen des Köders wird er direkt von der zweiten attackiert. Nächste. Nachdem die Forellen abgestumpft waren auf Spoons nach der ersten Dreiviertelstunde circa, haben sie dann die Gummiköder wesentlich besser genommen. Auch wenn er schon mal zerrupft ist nach ein paar Bissen, einmal kurz neu aufgezogen und dann kann man ganz normal weiter angeln. Die Gummis halten schon einiges aus. Ja, den richtigen Moment des Anschlags zu finden, ist nicht immer so einfach. Ich versuche dann zwar, dass die Spannung wirklich da ist und dann erst einzugeben, aber seht selber, es ist manchmal echt Lotterie. Manchmal hat man halt einen Dreier mit Zusatzzahl. Der X-Lure sollte auch nochmal zum Einsatz kommen. Das ist dann immer so meine Allzweckwaffe, wenn die Fische extrem passiv werden. Und dann nochmal die ein oder andere beim Vorbeiziehen zu animieren. Hier hat es auch funktioniert. Die Fische waren passiv geworden. Wird auch nachher nochmal der Eddie bestätigen im Video. Die haben nach einer Viertelstunde, 20 Minuten eigentlich komplett aufgehört zu beißen. Dafür habe ich an dem Tag wirklich noch extrem gut gefangen. Man kommt sich auch so ein bisschen vor jetzt bei der Atmosphäre wie bei Nebel des Grauens. Der Nebel nahm zu und ist nachher wirklich komplett weggegangen, und zwar strahlender Sonnenschein. Ja, ganz kurz, nur anpacken und lassen los. Ja, ist schwierig. Die erste Viertelstunde, zack, zack, ne, und jetzt? Jetzt ist Ruhe. Im Grunde beginnt jetzt erst die richtige Herausforderung, ja, die Fische noch zu bekommen. Dann habe ich mal 10 Minütchen Pause gemacht, habe mir die Anlage so ein bisschen angeschaut, bin immer um die Ecke rumgegangen, da wo quasi die Schonecke der Fische ist an dem Teich. Ich konnte sehen, da standen wirklich schöne und vor allem viele Karpfen in der Ecke. Es haben sich auch zwei, drei Forellen mit dabei gestellt, aber im Grunde standen wirklich in der Ecke nur Karpfen. Hier trifft die Aussage wirklich zu, klein aber fein. Der Eddie hat da echt eine wirklich schöne, schmucke Anlage. Und vor allem top geführt und top sauber. Wie ist das an eurem Teich hier? Habt ihr ein paar Fische gefangen? Ja, aber zäh. Da drüben läuft auch nichts. Ne?
Ich habe, glaube ich, 33 Stück reingesetzt. Und wir haben 10 Stück gefangen. Nach dem Besatz ging es direkt rund. Da sind sie direkt blind drauf geballert. Und jetzt ist ein bisschen Pause. Die gehen zwar, die Goldforellen gehen teilweise nach, aber die normalen Regenbogen, die haben jetzt... Viel zu schnell haben die sich beruhigt. Viel zu schnell. Eigentlich so bis 11 Uhr ist immer so eine schöne, aktive Zeit. Ja, vielleicht kommen sie nachher nochmal. Hier sollte ich recht behalten. Wie ihr im weiteren Video sehen werdet, haben die Forellen ab 14 Uhr nochmal ordentlich gebissen. Das ist bei Anlagen oftmals so, da die Fische dann auch von dem Aufzuchtverhalten und von den Fütterungszeiten dementsprechend das Fressen gewöhnt sind. Ui. Eine Goldi. Ah, die laufen nach, die stoßen auch kurz den Gummi an, aber durchgebissen hat sie nicht. Jetzt wollen wir Zeig probieren. Das ist schon die zweite hinten. Innerhalb von. Oh, auch auf Gummi. Scheint Gummi zu sein, oder Wurm? Eins von beiden. Das sieht so aus wie Wurm vom Weiten. Der Wurm ist wahrscheinlich mit Sicherheit der am meisten unterschätzte Körper. Ich angle gern Wurm, auch im Herbst. Herbst und Winter angle ich total gern Wurm. Und im Hochsommer, wenn du 30 Grad hast, auf Lachsforellen. Einen halben Tauwurm. Ich war mit Olle letztes Jahr in Dänemark. Wir waren im Pusergarten. Ja. War ich da genug? Nicht. Und dann irgendwann mal, war denn 11 Uhr, halb 11. Ich habe Bienenmann drauf, reingeschmissen und die Posse ging so. Papp, 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 papp. Mhm. Kommt Ole, was hast du drauf? Ich dann Bienenmann, darfst du nicht. Oh Scheiße, raus, runter. Darf man Wurm? Ja. Mhm. Ich dann Wurm, so wie du. Aber von hier hast du so draufgezogen, hast du irgendwie frei reingeworfen. Ja, Wurm ist schon ein Top-Köder, vor allem im Sommer. Na, wer konnte mich denn da besuchen? Über diese Überraschung habe ich mich echt wirklich gefreut. Ach, nein. Was los? Um den Namen richtig auszusprechen, habe ich Tante Google gefragt. Das ist das Ergebnis. Caroline Zorabo. Na, wann sehe ich denn da? Ich muss doch Wir haben uns gut und gerne eine Stunde lang über Gott und die Welt unterhalten, über das Angeln, alle möglichen Sachen. War wirklich schön, dass du da warst, Karl-Heinz, hat mich mega gefreut. Bis zum nächsten Mal. Wir hatten es jetzt schon gut und gerne so um die 14 Uhr rum. Ich habe da mal die Ecke gewechselt, bin von der Hausseite ganz auf die Randseite gegangen. Dort konnte ich noch einige schöne Forellen, Goldforellen und sogar die schönen Bachforellen sehen und probierte hier dann die nächste Zeit mein Glück. Was man auch sehen kann, ist, es ist wirklich aufgeklärt, der Nebel ist weg, strahlender Sonnenschein und somit auch wirklich tiefen Einblick bis auf den Grund. Keine zwei Minuten am Platz und schon der erste Fisch dran. Der Wechsel hat sich schon gelohnt. Man kann auch sehen, ich war noch nicht vorbereitet auf den ersten Fisch. Kescher liegt zwar da, aber noch das ganze Gelumpe drin. Schnell ausgeräumt und dann vernünftig den Fisch versorgt. Der gute Tauwurm. Zack. So. Das passt heute. Am Jigkopf fertig und dann langsam gezupft. Was wir hinten bei dem Saibling machen, am kleinen Teich. Ja, nicht meine Tageskarte. Ich habe hier einen Job zu erledigen. Ja. Hier sind noch ein paar Forellen drin. Aber die Würste an sind direkt. Zeug, oder? Ich war Mittwoch hier. Wollen wir die Aale grad machen? Ja, wenn die jetzt abgekühlt sind, können wir. Ja, ist hier auch schön.
Die goldenen sind ein bisschen zickig. Eine habe ich gekriegt. Eine goldene. Aber kleine habe ich genug. Mir geht es um eine schöne Bachforelle, aber ja, die sind halt launig. Die wollen sie alle haben. Dafür müssen die wirklich hochkommen und dann ja, gezielt dann anwerfen. Oder irgendwo am Rand, dass du sie zanken kannst. Aber du siehst sie nicht. Die sitzen irgendwo hier im Kraut. Und wenn die irgendwie, ich habe die gesehen. Oh, zwei Stück hier am Rand direkt. 3 Kilo Klasse. Ja. Sehen tust du die. Die kommen auch hoch. Aber die sind so schnell wieder weg. Da. Die Kleinen, die sind am Jagen. Die sind... An dem Tag habe ich auch Jan Karsten kennengelernt. Der hat Geräuscheforellen abgeholt. Wir haben uns auch bestimmt über eine Stunde unterhalten, er hat zugeguckt, wollte eigentlich schon viel früher wieder gefahren sein, aber kam einfach nicht los. Boxerfetch in orange-grün, neon-gelb. Gezielt angeworfen, wirklich voller Schnauze und Hüse drauf sind. Die kleinen. Okay? Die normalen. Ja, die normalen. Ja. Aber Wurm geht eigentlich immer. Ja, Wurm ist eine Allzweckwaffe. Habe ich immer dabei, das ganze Jahr, im Sommer, im Winter, egal. Tauwurm geht immer. Du bist das erste Mal jetzt hier, oder? Ich bin das erste Mal heute, ja. Viel immer gelesen, viel immer gesehen, schöne Fotos von den geilen Saiblingen und Bachforellen. Irgendwann musst du selber hinfahren. Ich habe jetzt, gestern war ich beim Lasse gewesen in Burgdorf. Ja, jetzt geht's nach. Komm, nimm ihn. Und wie lief's da? Auch gut. Ich hatte 10 Stück. Eine größere von über 3 Kilo. War zufrieden, auch das erste Mal da gewesen. Mhm. Wenn man die Anlagen halt nicht kennt, ist es immer schwierig. Ne? Ja. Sind wir selbst gestern für die, sag ich mal, Local Heroes, die immer hinfahren, die sind teilweise auch nur mit 1-2 Fischen heimgefahren. Also war gestern echt schwierig. Habe auch den Platz gewechselt, weil morgens, erstmal kam ich hin, da war schon mal dieser Bereich vorm Haus, der war reserviert. So, gut, hab ich gedacht. Dann gehst du halt links rum, erster Platz belegt, Nachtangler. Zweiter Platz belegt, wieder Nachtangler. Da habe ich gedacht, na super. Gehst du ganz rum? Ich wollte unbedingt zum Helter werfen, so die Richtung. Ne? Na gut. Hat noch geklappt, langes Vorfach dran gemacht. Gute, ja, was waren das? 4,5-5 Meter nachher. Habe ich eine rausgezogen. Dann kam der Lasse vorbei, er sagte, so und so sieht es aus. Ob es auf Schleppen nicht beißen soll, ich, ne, Teig geht gar nichts. Hat er probiert, ne, mit meiner Route. Auch keine gekriegt in der Ecke. Da haben wir hinten gesehen, an diesem hinteren Teil, in diesem, von diesem nierenförmigen, ganz hinten, da sind Fische gesprungen, sind noch 2 gefangen worden. Dann hat er gesagt, er geht mal rüber testen. Bin ich mit, gucken gegangen. Ja, erster Wurf, der zweite Wurf direkt Biss gehabt. Ne? Und du konntest sehen, da standen auch die Fische im Schwarm. Check. Ich, den ganzen, mein ganzes Gelumpe, bin ich zweimal gerannt, alles rübergetragen. Ja, und dann habe ich dann auch nachher noch, was hatte ich nachher, wie gesagt, 10 Stück. Die große aufgeschleppten Teig. Also Teig ging gestern besser wie Spoon und Gummi. Ja, also es ist überall so. Mal so. Und auftreiben Teig, ich hatte nur die eine gehabt. Obwohl ich eigentlich immer ein Fan bin von der Zweitroute, auftreibend irgendwo. Mhm. Das geht immer. Das ist immer so zur Absicherung. Ne? Mhm. Ja, du kannst dich schön auf die Seite legen, die stört nicht beim Spoonangeln. Ne? Wenn du mit Pose angelst, musst du mal gucken, hast den Schnurbogen, dann treibt die hin und her. Und die Grundmontage ist da die beste Alternative. Da geht's dann nach. Und habt ihr es gesehen? Wieder abgedreht. Das Schlimme ist, man hat ja mal 1000 Ideen, die man noch umbauen könnte. Dann bist du mehr am Basteln den ganzen Tag wie am Angeln. Das ist schlimm. Da habt ihr eine Route hinten mit Posenroute halt schon dreimal umgebaut. Eigentlich wollte ich jetzt mit der mit dem Solo-Glas angeln. Langes Vorfach und dann über Grund geschleppt. Kannst du auch. Muss ich nur gucken, wie die Bis. Traut, ne? Da ist er wieder. Ist drauf gehämmert. Jetzt nochmal. Da war die Bachforelle. Die ist da oben an der Oberfläche. Da, den Brecher. Geht noch eine nach. Das war eine kleine. Das ist der Schwarm wieder. Ne? Das war die erste Begegnung mit der Bachforelle. Die zweite kommt auch gleich. Ne, losgelassen. Da vorne ist die Bachforelle. Ne, da rüber, guckst Richtung Hütte an der Oberfläche. Da steht sie. Da steht sie. Zwischen den Kleinen, die Ratte. Genau da.
Siehst du? Da sind die zwei kleineren, da ist auch die Bachforelle dabei. Da geht sie nach, da geht sie nach. Nur eine kleine. Die Goldforelle zanken. Ne, die reagiert nicht. Weil damit kannst du immer gut anstarten. Vorbeiziehen, zweimal kurz antwitschen und dann weißt du, entweder gehen sie nach oder sie gehen nicht nach. Aber die anderen, die sind noch bissig. Heute Morgen nach dem Besatz war eine Viertelstunde, da war ja nichts mehr. Da ist nicht viel raus. Das war eine Viertelstunde und dann war wie abgehackt. Ging gar nichts mehr. Also haben wir gut gezogen. Der Kalt war voll am Mittwoch. Und ja, hier so im Schnitt erstmal um die 10 Stück. Am Anfang muss es schnell sein. Schwarm sehen, reinschmeißen, absinken lassen, bis. Ich meine nur mit der UL, ja. Keine Zweitroute. Dann hast du auch Platz, dann bist du schneller. Genau. Ne? Fängst du mit Spoon an, gehst auf Gummi über. Das Spoon war heute Morgen echt unschlagbar reingeworfen. Klein 1,6 Gramm reingezogen, bumm. Also gesagt, nur die erste Viertelstunde waren die echt aggressiv. Da geht's so nach. Hatte. Nein, nein, die hatte. Ja. Die war abgebrochen, oder? Nee, die hat gebissen. Die hat nachgeschnappt. Da ist sie, das ist die Helle da hinten. Die. Ratte. Aber Interesse zeigen wir schon mal. Ja, die sind noch. Noch nicht ganz abgestumpft, ist ein bisschen ruhiger geworden heute Morgen. War ja auch von allen Richtungen, wenn alles reinschlägt. Schön, schön. So. So, nachher geht's dann wieder nach Hause oder noch irgendwie weiter? Nee. Schön wär's, aber macht man Frau nicht unbedingt mit. Ich habe jetzt schon 2 Tage außer der Reihe freigekriegt, obwohl sie auch Urlaub hat. Ja, ist immer schwierig alles, aber ich wollte unbedingt in meiner zweiten Urlaubswoche hier hoch. Ich habe es früh genug angemeldet zu Hause, war kein Problem. So, mein Freund, bist du fällig. Ja, da geht's nach, da geht's nach, siehst du? Abgedreht. Diesmal hat sie nicht genommen. Im Idealfall gehen 2 nach, dann hast du meistens eine sicher. Nee. Und vielleicht mache ich gleich nochmal ein Gummi drauf, eine andere Farbe. Oder Spoon. Spoon ist mal orange-schwarz, habe ich benutzt. Da habe ich auch die goldenen und die kupfernen rausgeholt. Ja, vielleicht ist wieder eine Zeit, mit Spoon zu angeln. Jetzt gehst du nach. Da. Unterschiedlich. Also siehst du, sie drehen um, gehen nach. Also kurz vorher, hatte ich gestern auch zigmal gehabt beim Lasse. Ist halt so, Sommerangeln. Ja, Fisch ist auf jeden Fall drin. Hier ist genug Fisch drin. Biss. Hast du noch? Komm, nimm ihn. Hast du das gesehen? Du willst ihn da anhauen. Kürzer. Kannst du nicht? Ja, aber. Kürzer nehmen wir jetzt mal einen Wurm. Nicht so lang, dass er ein bisschen, dass er doch draufhauen kann. Aber ja, man kann viele mal sagen, ne? Ja, dann gehen sie dir auch noch. Schwimmen sie oft da wieder. Das nimmt sie aber. Hat's ihn genommen. Hat's er nicht. Jetzt hat sie ihn genommen. Hat sie nicht. Da ist diesmal noch da. Scheiße. Habst du das gesehen? Ja. Ist er weg.
Ärgerlich wär's beim großen Bach, Bachforelle, da wär's ärgerlich. Ja. Da würde ich schlucken lassen bis zum Arschloch. Lass einfach bleiben. Ich war letzte Woche in Dänemark mit meinen Bekannten. Da hatte ich so eine 11-Kilo-Forelle. Die ging nach, hat mein Gummi genommen und die ist gerade auf mich zugeschwommen. Ne? Du hast den Rücken gesehen, so hoch, das Maul ging auf. Mein Buffer macht er einfach so und ist los. Wo willst du denn da anhauen? Da kannst du nicht. Nee, normalerweise wartest du, bis der Fisch wegdreht und dann hakt die sich selber. Ich dachte, ich gehe kaputt. Hat die dreimal gemacht und dreimal habe ich daneben gehauen. Da dachte ich, kann nicht wahr sein, ey. Da fährst du 700 Kilometer, für so einen Fisch mal dran zu kriegen einigermaßen. Ja, dann ärgerst du, ey, ich bin fast gestorben. Ich war abends noch sickig. Da hätte ich oder meinen ganzen Fang, dann geht's so nach. Die goldene, ja, abgedreht. Da hätte ich alle Filets da gelassen für den einen Fisch. Das war so Modell Traumfisch. Ja. Da stehen sie da oben. Ja, sind alle oben. Ja. Alle auf so einem Haufen. Das läuft auch schön. Das eiert er leicht. Wieder Buffform. Ja. Das ist gut. Brauche ich gar nicht groß zwitschen. So, Freunde. Die beiden sind aktiv. Zeigt minimales Interesse. Sie zeigt minimales, aber da kommt die nächste. Sag mal, die war aber eben besser. Er läuft so schön. Mal ein bisschen mehr in die Mitte werfen. Oder zu viel Aktion, könnte auch eventuell sein. Hm? Dass der Wurm zu viel Aktion. Zu viel Aktion, ja. Ja. Ist ganz abgeneigt sind sie ja nicht. Macht ihn mal ein Stückchen kürzer, ist mir zu lang. Dann ziehen sie nachher wieder nur hinten dran rum. Dieses Mühe fehlt dann. Ja. Zack, ein bisschen einkürzen. Komm, geh drüber. Die Scheiße muss so glitschig sein, muss bei den Tauwürmern. Das ist so eine Spaßanlage, wo du hinfährst, für schöne Forellen auf sich zu fangen oder so. Dann macht das Laune. Haben wir bei uns auch zwei kleinere Anlagen, ähnlich wie hier. Das ist halt das Schöne, dass du wirklich gute Qualität hast. Ne? Ja, da geht's nach, hast du gesehen? Der schmeckt immer hier. Jetzt komm, nicht wegdrehen. Ich glaube, Wurm sind sie gleich. Haben sie schon durchschaut, das Spiel. Hast du gesehen? An der Oberfläche. Reingeworfen, abgesunken, direkt nachgegangen. Die hatte zumindest mehr Lust wie die anderen. Dann nur langsam schleppen. Hast du das gesehen? Das ist, also. So ging es aber auch in Dänemark die ganze Zeit, ne? Genau so. Und dann beißen sie nur hinten, sind sie am Nippen, machen so, ne? Nehmen sie ganz kurz und spucken dann wieder aus. Schade, dass sie nicht in zwei Ebenen stehen, oben welche und unten drunter. Dann könntest du schön durchsacken lassen und die unteren noch angreifen. Ist verrutscht. Der war aber echt. Der war schon fies, ja. Da war doppelter Stinkefinger dahinter. Nee, das gefällt mir nicht. Ah, Plan B. Mehlwurm. Den haben sie heute noch nicht gesehen. Die extra großen.
Die kennen sich auch noch nicht. Oh. Vorsicht. Ne, mal los. Ja, pass auf. Warte. Ja, brauchen wir einen Ansammeln. Ich hatte davon zwei Pakete noch dabei. Pass auf, die beißen auch, ne? Nur zur Info. Ja, ja, ich weiß. Die habe ich mal im Winter mal probiert. Aber die, ne? Im Winter laufen die nicht. Im Sommer an der Oberfläche kriegst du damit ganz gut. Oder auf Stand hier. Na komm, lass den ersten Vögelchen. Haben die auch was. Oder kannst du ja reinschmeißen, gucken, was dann passiert. Die kannst du auch gut schleppen an der Bombarde. Mit einem langen Vorfach. Geht einwandfrei. Ja, aber auch riesen Viecher. Da können wir umzubauen, da muss ich schon wieder hantieren. So, durch den Kopf. Ja. Und dann trotzdem noch in Bewegung. Ja, nicht mehr lang. Wenn ich den aufgezogen habe, dann ist Schicht. Und was ist, wenn du jetzt durch den Schwanz jetzt mal aufziehen willst, dass er trotzdem vorne noch beweglich bleibt? Dann ziehe ich zwei auf. Eine ganz auf den Schenkel, also jetzt wenn ich schleppe. Ne? Ja. So ist schön. Gucken wir das mal. Jungs, wir wollen was uns zum Mittag bestellen. Wollt ihr auch was? Nein. Nee, danke. Keine, okay. Ist auch wieder eine schöne. Da. Kommt auch der Satz auch von den Mohn rein, soweit. Ja, die Mohnfische sind schon geil. Hat sie genommen. Ja. Wen? Läuft, würde ich sagen. Das ist das Wichtige, man muss immer flexibel bleiben. Das ist einfach so. Nee. Nee, ist weg. Ist okay. Kein Problem. Die saß auch wirklich nur knapp, habe ich ja gesehen, wie die gebissen hat. Aber es funktioniert. Eine weniger ich ausnehmen muss. Muss man mal von der Seite sehen. Das ist immer so der Nachteil. Ach, das ist, wenn du wirklich einen Lauf hast, ich meine, ich verschenke die meisten Fische sowieso. Ein paar schöne Lachsforellen, die nehme ich mit zum Filetieren oder zum Beizen. Aber das meiste wird verschenkt. Das mache ich bei mir auch. Wenn ich irgendwo jetzt zu Anlagen kriegst, hinfahre, kriegst du ja gar nicht mehr gebacken sonst. Ja. Zu Hause probiere ich sie jetzt mal und ansonsten den Rest verschenke ich auch. Weil das, was willst du mit so viel Fisch? Ja, ich war wie gesagt letzte Woche in Dänemark, da haben sie so viel Fisch mitgebracht. Ja, reicht. Wie gesagt, das reicht wieder bis Ende des Jahres locker. Ach, komm ich gar nicht mit hin. Ja, mittlerweile mein Favoriten, mein Liebling. Ist zwar knallegrün, aber der ist total geil. Auf dem Nachmittag? Knallgelb, grün. So, wo sind sie? Kommt. Jetzt ist abgedreht. Die helle war es wieder. Mal ein bisschen. Genau, dahin. Mal ein bisschen Strecke machen an der Oberfläche. Ich würde sagen, funktioniert, ne? Ja, das ist nicht umsonst mein Lieblingsköder mittlerweile, der Merlin. Ja. Das ist alles gemischt drin. SV-Fishing, Kevin, Papal, Padonna, paar Bugs. Eine gesunde Mischung, ne? Ja. Jetzt mal einen ganz leichten an der Oberfläche. Schwarz-orange sieht aus wie ein Pellet. Ich glaube, die gehen Pflanzen ein bisschen weiter runter, wie es aussieht. Ja. Oder auch nicht. Manchmal sind einfach die kleinen Sprungs in der Mitte, das ist einfach so. Einwandfrei, da wo er sitzen soll. Ja, die
richtige Saison fängt ja erst an bei Forellen. Das ist ja alles jetzt noch Vorgeplänkel. Also wenigstens Lachsforellen-Saison. Normale Forellen gehen das ganze Jahr eigentlich. Das war ganz schön Alarm. Was freue ich mich, wenn die Forellenzeit wieder losgeht, ohne Corona, dass man wirklich wieder hinfahren kann, wo man will, sich mit Leuten treffen kann. Hoffentlich kommt es bald wieder. Also spritzig sind sie auf jeden Fall. Warte. Ja, jetzt verloren. Ja. Schönes Tier. Gleich folgt meine zweite Begegnung mit der Bachforelle. Seid gespannt. Da kommt sie wieder, hier vorne ist die Bachforelle. Da. Was ist sie? Direkt hier vorne. Nein! Das gibt's nicht. Alter. Nein, das gibt's nicht. Alter. Da war der Biss. Da war der Biss. Oh Mann, ey. Da war die Bachforelle. Ja? Die hat eine Maul gehabt, ja. Das wäre ihr Preis gewesen. Ja, ich sehe sie von hier nicht mehr. Die muss nochmal rumkommen. Mann, ey. Hätte der nicht sitzen können, der Haken. Dann wäre ich Samba nach Hause gelaufen, du. Ja, zumindest hat es noch einer gesehen, außer mir. Das, das war dein Moment. Ja, aber da kommt nochmal. Die hat ja keinen Haken gespürt. Oh. So, weiter ein bisschen einkaufen. Also gesagt, wir gucken, ob du noch eine Bachforelle rausholst. Wird man ja sehen im Video. Ich werde es posten. Zur Not bei Facebook. Komm. Also gehen auf jeden Fall alle noch so ein bisschen nach. Also ganz abgeschrieben habe ich noch keine von denen. Ein bisschen tiefer absinken lassen wieder. Ach, das wird schon. Ich denke. So, jetzt komm gut heim, ne? Ciao. Saiblinge, die kannst du besser zanken wie Bachforellen. Bachforellen, die fressen, wenn sie Lust haben. Ja? Saiblinge, die kriegst du aggressiv gemacht irgendwann. Die ganze Zeit getuppelt vom Maul da. Hier ist er wieder. Guck mal, was für ein Brecher hier ist. Die ist hier vorne, direkt am Rand. Ja. Die wird 3 Kilo haben. Das ist eine Bachforelle. Eieiei. Geiles Teil, ne? Das ist richtig, wenn er nicht sogar 4 Kilo hat. Oder 3 hat sie mit Sicherheit. Ja, auf jeden Fall. Alter. Ja, die kam eben, machte so, fertig. Boah, aber steht ziemlich tief, ne? Ja, die stehen tief unten. Die geht echt ziemlich tief. Da könnte ich mit meinem Vorfach schon ein bisschen zu kurz sein. Ab und zu kommt sie mal hoch. Ja. Gucken, vielleicht mache ich mal einen Meter Vorfach dran. Das ist ein Meter. Das könnte aber. Ein Meter knapp. Es ist genau ein Meter. Ich habe es eben rausgemacht aus der Packung, aber es könnte zu flach sein. Ja. Ja, hier ist ja 2,50 Meter oder was ist hier? Mhm. Glaube ich. Mal gucken, was der durchsackt. Ja, obwohl. Könnte passen. Ja.
In der Tiefe stand es ungefähr. Das sieht man immer schwer, ne? Ja. Ja, doch, kommt hin. Passt. Krieg ich meinen Rand jetzt. Ja, dann noch viel Glück. Ja, lange mache ich nicht mehr. Eine gute Stunde noch, dann packe ich eher ein. Auf der Homepage am Morgen. Kann passieren. Ja. Ciao. Ich habe dann nochmal zum Schluss hin die Tramarella-Route geholt, weil ich mit der den Köder ein bisschen langsamer auf der Stelle führen konnte, wie mit dem Ultraleicht-Schickhaken. Der ist mir dann zu schnell weggesackt. So habe ich ein bisschen mehr Kontrolle über das Ganze und mal schauen, was es bringt. Bienenmade. Jetzt nehmen sie Bienenmaden. Na komm. Das Gute ist, ihr wisst ja, dann kann ich euch keine Forellen mitnehmen. Habt ihr noch Platz bei euch in der Kühlbox? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hast du Platz in der Kühlbox? Ja, ja. Ich nehme keine mit. Nee? Nee. Ich hab noch 2,5 Stunden Fahrt und ich habe zu Hause einen Gefrierschrank voll. Kannst du gern alle haben nachher. Ja, prima. Dann hast du was zum Räuchern. Ja, ich wollte so in einer halben Stunde... Kein Problem. Nimmst du die mit. Hab noch eine. Und wieder auf Bienenmade. Ich stehe jetzt was tiefer. Also oben sieht man es, aber unten die jagen. Ja, es geht jetzt auf Arms wieder. Das ist hier mal so ein Ding. Die haben das ist auch wieder so eine Kupferforelle, ne? Hm? Auch wieder so eine Kupferforelle. Mischung. Also Mittelding zwischen Goldforelle. Genau, normalen. Auf jeden Fall haben sie Dampf. Ja. Ist auch ein klasse Wasser, was er hier hat. Kann man ja nichts sagen. Wenn er jetzt neue Fische kriegt, die lässt er ja nach 4 Wochen. Hat er gesagt, erstmal in Quarantäne, ne? Dass die sich gewöhnen. Du hast ja gesehen heute Morgen, als er eingesetzt hat. Jetzt. Ja, warte. Oh, ist das denn wahr? Jetzt. Wie wild die gleich sind. Ja. Und was die für Kraft haben. Ne? Warte, kannst du direkt mitnehmen. Wunderschönes Terrain, ne? Ja. Bleibst du hier? Ja, das ist ein Gitter, ne? Jo. Weißt du? So, besten Dank nochmal. Gerne, kein Problem. Und viel Glück noch. Was ja, heißt Glück? Ja. Ich mache jetzt noch 10 Minuten, dann packe ich ein. Reicht. Danke, gute Einfahrt. Jo, danke. Ciao. Ich wollte dir die Fische sauber machen und vakuumieren. Du hast sie alle verschenkt. Tut mir auch leid. Nein, ich habe mir die Arbeit gespart. Freut mich das. Wäre nett von dir gewesen, wirklich. Macht auch nicht jeder. Ah. Nee, das mache ich auch nicht bei jedem. Nur wenn ich jetzt 350 Kilometer gefahren und noch fahren muss und dann Fische. Ja, die lagen gut auf Eis, wäre noch gegangen. Ja, zu Hause. Wäre auch eine halbe Stunde Arbeit gewesen mit Vakuumieren. Wäre schnell passiert. Aber jetzt ist Schicht. Von weitem hierher kommen, ja. Die kriegen das alle. Ja, das ist schon besser, wenn sie dann vernünftig ausgenommen sind. Die werden ausgenommen, Küchen fertig, werden vakuumiert und dann kommen die nach Hause geführt und Leute können sich ein bisschen holen und schlafen gehen. Hast du deine Geräucherten alle schon weg? Für dich habe ich keinen gelassen. Das ist nett. Und meine Frau, die freut sich nämlich. Kochen brauchst du heute nicht. Ja. Meine Frau freut immer, wenn ich geräucherte Forellen.
sind die? Oh, Telefon. Kunde droht mit Auftrag. Langsam wurde es dann auch Zeit, zusammenzupacken. Es war so kurz vor 5 schon gewesen. Hatte noch ungefähr gute 2,5 Stunden so. Fahrt vor mir. Ich möchte auch nochmal auf diesem Wege Danke sagen an den Eddie für diesen klasse Tag, der morgens schon mit einer sehr herzlichen Begrüßung begann. Dann haben wir zusammen gefrühstückt, da wurde ich auch eingeladen, auch nochmal hierfür Danke. Mittags, wie die ersten Räucherforellen fertig waren, haben wir auch die zusammen probiert. Ein weiteres Danke geht an dem Eddie sein Team. Man fühlt sich direkt wirklich herzlich aufgenommen und die Atmosphäre ist sehr familiär, was mir sehr gut gefallen hat. Unter den Mitanglern gab es auch kein böses Wort, alles harmonisch abgelaufen. So stelle ich mir einen harmonischen Angeltag vor. Ja, das ist heute Abend. Ein Gelumpe immer Feierabend. Da ich noch eine Rechnung mit der Bachforelle offen habe, werde ich, sobald es die Regeln wieder zulassen, den Andy nochmal besuchen fahren und mein Glück drauf probieren. Ich hoffe, die zwei Videos von meiner zweitägigen Tour haben euch soweit gefallen. Ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder, hoffentlich mit besseren Voraussetzungen gesundheitlich. Bis dahin, macht es gut und tschüss.